Yo! Hey, hallo YouTube, willkommen zurück zu einer weiteren Episode unseres Pokémon Diamant und Pearl Randomized Nuzlocke Soulings. Ich habe wie immer Matti mit am Start. Hallo! Pokémon Liga, hi! Absolut. Bevor wir allerdings zur Pokémon Liga diese Episode gehen, müssen wir durch die Siegesstraße. Und ich kann mich an die Siegesstraße aus Diamond and Pearl überhaupt nicht mehr erinnern. Das heißt, das wird ein ganz schön blindes und lustiges Unterfangen da drin unternehmen. Aber ich bin schrecklich ins Pokémon-Center gerannt. Siegesstraße voraus, würde ich mal sagen. Geht's los hier drin, ne? Und wir bekommen hier drin wieder einen neuen Encounter. Ich war letztes Mal dran. Ja, ist ja auch egal. Ich wollte gerade fragen, willst du zuerst oder soll ich zuerst? Eigentlich ist es egal, aber wenn man es schon mal weiß. Und ich encounter trotzdem zuerst. Ist ja auch egal. Weil, Gründe. Na, super. Quapsel. Ich hab einen Seeper. Ein Wassertypen. Okay, ich muss dann recountern. Show me. Ein Quapsel. Show me what you've got. I wanna see what you've got. Bibor. Männlich. Bist du weiblich mit deinem Pokémon? Ja, ne? Ja, weiblich. Okay, dann kann ich dieses Bibor hier fangen. Bibor. Bleib im Ball. Bleib im Ball! Endlich. Die Musik in der Höhle, ey. Das hat so ein bisschen Dungeon-Charakter. Ja. Du. Darf ich dir meinen neuesten Freund Bienenjamin vorstellen? Lass uns einfach weitergehen. Es war klar, dass sowas kommt. Wie gesagt, das Ding hier ist ein Maze, ne? Man müsste sich hier einfach durchkämpfen, alle Trainer besiegen, die XP nebenbei einstecken und hingehen und hier durchfinden. Von daher. Uff, fuck my life, Alter. Das hätte echt in die Hose gehen können. Ich swap mal lieber. Was machst denn du da schon wieder? Ah, das Porygon Z hat halt übelst Damage Moves, Mann. Das gibt mir halt auf die Fresse. Hutzok! Oh, fucking Magic Gigas. Sollte ich vielleicht wechseln. Hatten wir in der vorigen Folge auch. Immer Reggie. Dreimal hatten wir das, glaube ich, in der letzten Folge, ne? Kann sein, ja. Du hast das zweimal encountert und ich hatte es einmal bei dem Trainer. Huch, nee, nicht wechseln. Aber ich habe nicht geguckt. Smogon. Egal, Psychokinese regelt. Und ist auch sehr effektiv. Das kriegt so viel Damage, Mann. Ich hab hier echt ein kleines Problemchen. Nicht den Vogel töten. Ja, ich versuch's. Er macht Gott sei Dank seine eigene Verteidigung und seinen eigenen Damage niedriger. Oh. Weg damit. Eine Pfirsichbeere. Nee, eine Pirsif ohne H. Okay, das heißt aber, der Weg hier ist zumindest schon mal safe. Hier ist nur ein Item. Das heißt, wir brauchen hier nicht mehr lang gehen. Ist auch ein Item. Der andere Weg, da führt auch nur runter. Weil die beiden anderen Wege runterführen, so wie es aussieht. Puh. Da geht's auch runter mit dem Kraxler. Der arme Dio.
Wird immer nur für seine VMs missbraucht. Sei gewarnt, Sterblicher! Ich kann die Zukunft sehen! Also Mentalist, oder was? Fucking creep. Fängt der Name mit M an? Nein! N! Nein! Oh! Ja! Ja! Ich wusste es! Ich glaube, hier geht's legit weit. Sumpex, vorsichtig, das Ding ist stark. Zappy Boy? Mhm. War das ein Mhm oder ein Hm? Das war ein Mhm. Nein. Also Psychokinese. Gut. Ja. Das Ding ist Bodentyp. Ah! Wasserboden. Das ist so diese typische Noob-Falle. Man denkt, man macht Elektroattacken drauf und dann sagt der Gegner, aha, leck mich. Bodycheck. Oh, es geht. Es geht. Und es hat sich selber gekippt. Nee, es wurde vor Rückschluss. Oh, ja, ja. Hauptsache noch einen Millimeter Lebensbalken über. Dankeschön. Oh, ein Kapalobis. Ja, es hat überlebt. Kapalobis. Wurzel, nämlich. Okay, was kommt als nächstes? Schluppuck, das ist auch Gift. Nein, es ist nicht Gift. Das war Schluck weg. Das ist auch ein Gifttyp. Das ist auch Gift? Sollte. Okay. Natürlich wusste ich das. Natürlich. Ich meine, du weißt ja, mit wem du hier spielst. Klar. Deswegen hinterfrage Panikon. Ich sowas auch nicht. Panikon ist die Katze. Katzen haben immer Unlichtattacken. Nein, es ist keine Katze. Ich wollte gerade sagen, was machst du da? Ich hab nur Neko gelesen. Ich dachte, es wäre eine Katze. Scheiß Weep. Neko. Sagt der Typ, der einen Mikote in Final Fantasy 14 spielt. Ja und? Weep. Rich Kid Florentino. So sei es, ich werde dir nun die Zukunft enthüllen. Ich würde sagen, in deiner Zukunft gab es gerade Schmerz. Blizzard. Tja, du hast Blizzard gefunden. Kannst direkt die Firma übernehmen. Meinst du, die Aktionäre springen alle ab nach Warcraft 3 Reforged? Ja, Refunded, tut mir leid. Warcraft 3 Refunded, ja. Eine gnadenlose Eis- und Schneeattack. Ja, wenn man Blizzard schon so auf der Straße findet, kann es ja nichts mehr wert sein. Klacker kann's lernen. Blizzard ist nicht gut als Move, wenn du keinen Hagel hast. Echt nicht? Das macht 120. Aber es hat nur 70 Accuracy. Ja, ist ja gut. Dann halt nicht. Da freut man sich mal. Oh, eine schöne TM. Nee, ich kacke. Ja, ist ja okay. Ist ja kacke. So. Was soll das denn heißen? Oh Gott, warte mal. Wo geht's denn hier lang? Da kann ich auch nicht drüber, ne? Nee, da kann ich natürlich nicht drüber. War hier nur der Typ unten und das war's? Oh, ich bin mir gerade mal wieder zu blöd. Und das Item, ja. Wo geht's denn dann lang? Ich war doch gerade hier. Ja, da hoch. Okay. Ah ja, okay. Geht natürlich auch. Ich hab echt ein Type-Coverage-Problem teilweise. Okay. Ich hab gerade ein Katzenproblem im Hintergrund. Soll ich den Chinesen anrufen? Nein. Kikugi. Ich werde nicht sagen, was ich vermute bei den Pokémon. Es geht eh schief. Ah, die Kirsche. Ich glaube, das Pokémon hast du schon 5-mal hinterfragt. Ja, ich weiß. Aber es ist eine Kirsche. True. Ich habe beim ersten Mal rote Beete gesagt, ne? Weiß ich nicht. Kann ich mich nicht dran erinnern, wenn ich ehrlich bin. Hupelupf. Eine Griffklaue. Trash.
Ja, ich habe beim ersten Mal rote Beete gesagt. Okay, 48. Nice. Klacker levelt auf. Ich muss mal gucken, welches Level hat Klacker eigentlich mittlerweile? 37. Ja, ein bisschen Swap drehen. So, einmal hier durch. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Aber ich suche gerne alles ab. Bist du hochgegangen oder? Ach so, nee, hier gibt's ja nur. Ich dachte, da würde es noch weitergehen, aber ist nur die Treppe. Das kann man kaputt schlagen, ne? Ja. Kaputt schlagen. Ein starkes Pokémon kann diese Felsen bewegen. Weißt du, Dio ist das niedrigst levelige Pokémon von allen. Was ist der Trick hier? Gibt's hier einen Trick? Nö, nee. Da kommst du noch nicht durch. Okay. Gibt's da wieder eine VM oder was? Ich glaube, du kannst aber mit dem Fahrrad drüber fahren, wenn ich mich nicht ganz täusche. Das ist so eine Rampe oder wie? Ja, irgendwie sowas war das, glaube ich. Es empfiehlt einem jeder. Kannst du aber erst machen, wenn du den Weg freigemacht hast. Und das geht erst, wenn du den Raum resettest, weil du hast den Raum verschoben. Ja, und ich habe den scheiß Felsen da dran geschoben. Hm. Geh einfach wieder runter, wieder hoch. Ich will nicht. Ich will erst mal das hier machen. So, jetzt hat. Hallo. Ein scheiß Karpador für mich gehabt. Ein Huyelin. Und was weg. Lazy Rachel. Karpador. Sag ich halt, ja. Stopp. Was ist denn da oben? Ich will jetzt noch wissen, was hier oben ist. Ach, hier geht's nur wieder zurück. Ja, dann mache ich das Rätsel mal ganz kurz, falls ich das kann. Geowatz! Ah! Kill es. Stein! Stein. Stahl, Boden, Kampf. Erdbeben. Oder ich verwechsel wieder Dinge. Moment, wie geht das hier? Muss ich dafür. Ah, ich muss in dem Modus sein, ansonsten. Felswurf, okay. Felswurf geht klar. Felswurf geht klar. Was du für Geräusche? Was ist los bei dir? Alles gut? Nein, er hat Erdbeben überlebt und ich dachte, Scheiße, jetzt kommt Explosion. Nicht die Puppe wegsprengen. Na, jetzt bin ich rübergesprungen. Echt? Also geht das? Ja. Schutz wirkt nicht mehr, leck mich doch. Das ist nur langsam und wenn ich das schneller mache. Ja, perfekt. Jetzt muss ich auf langsam schalten. Und dann hier rein. Mir das Fahrrad unglaublich schwer zu steuern mit meinem Controller. Ich habe echt Probleme damit, wenn ich ehrlich bin. Okay. Geh doch einfach weg. Danke. Siana! Erledigt. Den haben wir. Ich bin immer super gut bei sowas, ne? Ist doch ganz einfach. Was sagst du so? Ich muss den linken runterschieben. Außen rumlaufen, zertrümmern, hochschieben. Dinge gibt's. Mit dir, Letter King. Du bist groß und big und scary, aber trotzdem nicht so gefährlich, wie man denkt. Gruselige Muschel. Die guckt schon so, als ob sie Dinge gesehen hat. Das Fossil ist halt ausgestorben, ne? Mhm.
Muss immer, wenn ich denke, an Ice Age denken. Oder Jurassic Park. Ja. Ice Age. Jurassic Age? Wenn du ausgestorben bist. Ich glaube, es gibt. Und dich keiner mehr vermisst. Das ist ein Wasserdrache, ne? Yes. Der Drachentanz gecastet. Ja, vorsichtig. Er erhöht seinen Damage und seinen Speed. Naja, ich kann jetzt nur weiter Donner casten, ne? Oder fliegen oder irgendwas anderes. Hauptsache, du killst ihn. Nicht den Vogel wegwehen. Den brauche ich noch. Das ist ein Crit. Aber ein Volltreffer. Okay. Ja, okay. Ich könnte irgendwas sagen. War nicht so wichtig. Ah ja, Jurassic Age. Ich glaube, es gibt tatsächlich so eine richtig schlecht gemachte Nachmache. Die Jurassic Park halt nachmacht. Die heißt Jurassic Age oder so. Uiuiui. Ui, ui. Ein bisschen. Ein bisschen Pflaster drauf, ein bisschen Salbe drauf schmieren, dann geht es weiter hier. Bin auch mehr Tränke am Benutzen, als mir lieb ist. Aber ich komme ganz gut vorwärts. Die Gegner hier sind auf einmal alle auf meinem Level, weil ich zur letzten Route noch gegen Level 38er gekämpft. Jetzt laufen wir hier in die scheiß Siegesstraße rein, auf einmal sind die über meinem Level teilweise sogar. Wir sind immer, also je, weiß nicht, wie gesagt, der Levelsprung, den das Spiel manchmal macht, ist crazy. Ja, das war ja auch der Grund für die erste Level-Montage, die wir gemacht hatten, weil wir nicht wussten, wann, wie, was kommt. Ja. Schocks ist momentan meine Around-Antwort auf alles Mögliche. Da unten geht's nicht lang, ne? Da geht's nur wieder zurück dann. Ja, ich wollte eigentlich runtergehen und dann wieder hoch, um zu resetten. Ja. Okay. Werde Schocks jetzt mal ein bisschen trainieren. Alice ist schon 51. Werde ich jetzt Schocks ein bisschen trainieren, weil der ist gerade sehr verlässlich für mich. Erkennt Synchro von Lyderia. Ja. Macht nix. Naja, das war ja nur, wenn ich angezündet werde, wird er angezündet, ne? Das war er das. Hat halt erkannt, was für eine Fähigkeit du hast. Das ist im Competitive manchmal ganz cool vielleicht, aber sonst. Okay, Psychokinesis durch. Fione. Das ist ein Wassertyp. So. Boah, hier sind alle Voltec, ne? Hier sind so coole Pokémon in dieser fucking Höhle. Oh ja, und wir haben die besten gefangen direkt. Wir haben die trashigsten Trashmons gefangen, die man unterm Trash finden konnte. Ah, ich wusste doch das. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist das, was aussieht wie ein Tropfen, aber ich sag nur, das ist die Katze. Jetzt weiß ich wieder, warum ich mit Alice geleadet habe, weil Alice vom Level hoch genug ist, um Encounter zu reduzieren. Okay, das ist Wasser, das ist nicht so wild. Weil die Encounter hier, die sind über meinem Level teilweise sogar. Und genau jetzt, wo ich wieder Alice nach vorne getan habe, kriegen wir auch einen Psychotyp. Das ist ein Träumchen. Alice und Shocks carry mich gerade hier hardcore durch. Mein Meganie kommt fast gar nicht zum Einsatz gerade. Mantle wird passiv mitgelevelt und richtig hochgezogen. Ich habe nicht rein zufällig dieses Item, was Mantle braucht, ne? Ich guck mal ganz kurz meine ganzen Items hier durch. Düstermantel. Ja, ja, ich weiß. Nee, ich hab den nicht. Ist halt dumm. Huch. Wo bist du denn da? Da war ich noch gar nicht. Hä? Wo bist du denn da? Da war ich noch gar nicht. Das kommt vor. Wahrscheinlich muss ich dann den, ja genau, den ich hochgeschoben habe.
Ich hab gleich keinen Schutz mehr. Ach, du bist da unten zuerst lang gegangen. Ja, wo bist du lang gegangen? Bin hier weitergelaufen sofort. Die Treppe runter? Ja. Ah, okay. Ja, naja. Weiß nicht, ist da noch irgendwas, was ich holen kann? Dann komme ich mal zurück. Ich habe keine Ahnung, da oben war noch ein übelstes Gebiet. Also so wie das aussah, aber ich bin halt noch nicht so weit gekommen, dass ich jetzt sagen kann, wie groß es genau ist. Hm. So, diesmal nicht den Felsen dämlich nach oben schieben. Sondern wir schieben den nach da. Den nach da. Zertrümmern den. Dann komme ich nochmal kurz zurück und schaue mir das auch mal kurz an. Damit die Leute nicht denken, dass ich ein absoluter Retard bin. Ist noch ein Item halt, was da versteckt ist. Ja, ist ich habe halt nur diese Rampen gesehen. Das und Doppelkampf. Schwert. Was? Okay, was ist das denn? Ein Item? Ja, offensichtlich. Das ist für Dings. Es ist immens schwer und senkt die Geschwindigkeit des Trägers. Ein Item zum Tragen. Ist gut für Trick Room. Schwertschweif, oder was? Schwerschweif. Wen? Ist gut für Trick Room Teams zum Beispiel. Aber benutzt du nicht. Ach, das erhöht wahrscheinlich auch das Gewicht des Pokémons, ne? Yep. Ah, okay, verstehe. Du wirst halt langsamer dadurch, dass du das benutzt hauptsächlich. Und der Vorteil davon ist dann halt, wenn du langsamer bist, es gibt eine Attacke, die heißt Trick Room. Oder wie die im Deutschen heißt, weiß ich nicht. Die heißt im Englischen, heißt die Trick Room. Und die macht, dass das langsamste Pokémon auf dem Spielfeld zuerst angreift. Ich beabsichtige meine Technik im Doppelkampf. Warum? Ich hab die von der Seite angequatscht. Das finde ich nicht in Ordnung. Das finde ich nicht in Ordnung. Ich wollte cheesen und es ging nicht. Spiel, please. Scheiße. Fuck. Und Lideria hat keine Psychokinese mehr, deshalb hat ich Pino nach vorne gestellt. Ah, fuck. Toll, und Bojelin ist Wasser. Ja gut. Pino auswechseln, ne? Ich hab Schiss, Mantel zu verlieren. Oh Gott. Nein, das machen wir halt so. Oh, Knirscher. Nein. Nein. Okay, das geht doch. Das ist nicht schön, aber selten. Ja! Okay. Okay. Bojelin ist weg. Sehr schön. Okay, ich hab's überlebt. Nice, sehr gut. Oh, ich hatte gerade auch Schiss. Knirscher hat Pino die Hälfte des Lebens abgezogen. Ich weiß nicht, Mantle ist zwar höher vom Level mittlerweile als manche Mitglieder meines Teams, aber es ist halt nicht durchentwickelt. Ich hab die ganze Zeit Schiss, dass es irgendwie zu viel Damage bekommt. Vor allem sein Move-Pool ist auch so trash, so schwach, so anfällig, weißt du? Ja. Er ist nicht effektiv, aber... Roxine. Das war so klar. Alter, das hat gerade so einen Schaden gemacht, ne? Käfer gebrummen. Mann, ich kann mit dem Controller echt nicht gut stark die Ecken. Ich hab da echt Probleme mit meinem Controller. Der ist nicht gut dafür, um stark um die Ecken rumzufahren. Das ist echt ein Problem mit dem Fahrrad. Du sollst ja mit dem Fahrrad nicht in Höhlen rumcruisen. Vielleicht liegt's daran. Na, es ist einfach mein Controller, der so unpraktisch ist, was das betrifft. Du bist auch im Doppel ausgezeichnet. Ja, gerade mal so. Das war lucky. Lucky, sagt er. Ah, es hätte schief gehen können. Mein Schutz ist nicht mehr aktiv, ne? Wahrscheinlich nicht. Nö. Muss ich den mal neu anmachen. Ich hab keinen Superschutz mehr.
Ja, X, dann wirst du ewig in dieser Höhle durch die Gegend eiern gleich. Ich sag dir nicht umsonst immer, kauf ein. Ich hatte ja jede Menge Schutz gekauft, aber jetzt nicht mehr. Ich hab, glaube ich, noch einen normalen. Ja. Deswegen sage ich immer zwischendurch wieder, kauf ein. Immer alles vollhalten. Aber meine gehen auch dem Ende entgegen. Ich habe nur noch 15 Stück. Ich meine, mit 15 kommt man noch weit, aber... Und ich hatte am Anfang, als ich hier reingegangen bin, irgendwie, ich glaube, 18 oder 20, irgendwie sowas. Davon gehe ich auch aus, dass das locker reicht, hier drinne, wenn ich ehrlich bin. Hier geht's so zurück. Es geht hier lang. TM50 Hitzekoller. Was haben wir hier oben? Da können wir gleich Kaskade benutzen. Toggle P. Klar, wir encountern Level 39 Gastrodon. Leck mich doch am Hintern. Oh, Geowatz. Das Ding kann in die Luft gehen. Ja, dann hoffe ich mal, dass Shox Next Level ist. Komm raus, Shox. One-Shotte es. Metallklaue, let's go. Oh, Hälfte Leben. Erdbeben. Oh, my lord, please. Boah, ich kann nur darauf hoffen, dass ich ihn treffe und kille. Sonst crittet er mich früher oder später. Gott sei Dank. Ah, das ist kein Problem. Hätte die Shocks verloren, ne? Das Problem ist, Metallklaue hat keine 100%ige Accuracy. Hätte daneben gehen können. Alles kein Problem, so wie ich immer. Mein Pokémon ist nicht verwirrt. Wenn ich die Augen zumache, ist es nicht verwirrt. Das trifft schon. Das Gute ist, die ganzen Trainer hier drin geben eine Menge XP und eine Menge Geld. Das heißt, wir können nochmal vor der Top 4 dann einkaufen gehen. Okay, mein Schutz ist anscheinend nicht mehr aktiv. Ich encounter hier die ganze Zeit jeglichen Bullshit. Wollen wir doch mal ganz kurz. Ja, war aus, dachte ich mir. Ich weiß gar nicht, was ich habe versucht, Nachthieb zu lernen. Wer will es lernen? Klacker. Ist nicht unbedingt gut auf dem, aber ist trotzdem eine Unlichtattacke, die du als Type-Coverage eventuell lernen kannst. Nachthieb ist ganz gut. Benutze ich persönlich auf meinem Unlicht-Typen, logischerweise. Aber. Ja, ich hab noch... Klacker ist Unlicht übrigens, ne? Ach ja, oh, Wasser, das ist ein Unlicht-Typ. Wasser. Nachdem es sich entwickelt, wird es Unlicht, das ja, stimmt. Blubstrahl kannst du rausnehmen, wenn du willst, zum Beispiel. Blubstrahl? Okay. Ja, ist eine Special-Attacke. Ah, okay, ja. Wieder sowas. Alles hat Unlicht. Wo bist du jetzt hingegangen? Ich habe gerade gar nicht geguckt. Ich bin da jetzt weiter. Die Treppe runter bei dem Opa. Yep. Und hier weiter. Da weiter, ja. Na, ich muss mal wieder wechseln. Hauptsache, er crittet mich. Was für ein Geier, Mann. Das war ein Critical Hit. Oh mein Gott! Solange der Balken noch da ist, ist alles in Ordnung. Ich habe schon in Gedanken so ein klirrendes Geräusch gehört, wie wenn ein Geschirr zerbricht, weil Pino ist ja eine Tonpuppe. Ist echt so. Eieieiei. Ja genau, runter. Nicht rennen, normal, nur boosten. Was ist das denn? Was ist das? Mal. Frostete. Ja, meine ich ja. Aber das heißt im Englischen anders. Ich nehme an, das ist Frost. Das ist ein also Geist. Eis. Und Eis-Pokémon, ja. Aber ich würde dagegen nicht kämpfen, wenn du nicht musst. Fluch gescheitert.
Das Ding kann nämlich wie wohin genau Abgangspunkt noch gescheitert. Und so okay. Jetzt würde ich ein Pokémon an eine Spitze deines Teams setzen, was höher ist. Ja, aber deswegen, ich habe ja keinen. Deswegen glaube ich. Ich habe doch keinen Schutz mehr, es macht doch keinen Unterschied. Du hast gar keinen Schutz mehr, ja, nevermind dann. Ja, trotzdem, damit du mehr Speed hast und wegkommst vom Battle. Irgendwas an die Spitze setzen, was schnell ist, dass du flüchten kannst. 102. Gardevoir hat mehr Initiative als Zappyboy? Ernsthaft? Wow. Ja, Gardevoir ist zügig. Aber Gardevoir, Gardevoir ist gerade dein bestes Pokémon, by the way. Ja, das schon, aber. Hätte ich nicht gedacht. Das ist hier oder was ist hier? Nee, hier ist nur das Item, okay, ich wollte gerade sagen. Ovaler Stein, sehr schön. Und jetzt können wir wieder hier runter und dann zurückgehen und dann Kaskade benutzen da hinten. Ich erinnere mich. So, Kaskade. Hieran kann ich mich sogar noch erinnern, an die Stelle. Aber ich weiß nicht mehr, wo man angehen muss. Das sieht immer wieder lustig aus, das Pokémon. Illumise. Andere sagen auch Illumise. Keine Ahnung, ich habe immer Illumise gesagt. Ach, schon wieder ein Geowatz, das ist so risky, Mann. Das Pokémon ist so stark. Weißt du, ich habe eben mich darüber beschwert, wie kacke Geowatz für mich und mein Team ist. Er kommt dann dauernd. Ich krieg's die ganze Zeit, Mann. Das Problem ist, dass es Erdbeben hat. Kann nichts dagegen machen. Das Ding wird mein Team zerstören. Wenn es einmal crittet, bin ich am Arsch. Ich könnte zu Risen wechseln. Und bin dann zumindest immun gegen Erdbeben, aber dann wirft ein Stein auf mich und dann bin ich auch tot. ...110 Verteidigung. Ich kann versuchen, nach Quiana zu wechseln. Jetzt macht es Risikotackle, nee, ist klar. Wo ich perfekt gewechselt habe. Würde es mich outspeeden, ist die Frage. Glaube ich nicht. Nice. Sehr schön. Holy shit, Mann. Makuhita. Makuhita war Kampf, aber ich habe gerade keine Psychokinese. Mal fliegen. Kampf ist. Ja, das war die Idee. Ich glaube, der ist nämlich nicht so schnell, oder? Oh, doch, der outspeedet mich. Makuhita outspeedet dich, what the fuck? Ich schwimme erstmal hier lang. Flurmel. Ah, hier scheint's. Hier geht's weiter, so wie es aussieht. Dann hol ich mir erstmal das Item da drüben. Krieg ich das mit Klacker tot? Ich habe eigentlich nur wegen Swap reingewechselt. Flurmel ist nicht allzu stark, aber ich weiß nicht, ob das nicht eventuell Auffuhr oder so kann, was richtig viel Damage nachher macht. Du kannst versuchen. Mach einfach Kaskade drauf. Step. Mit was ist Klacker denn verbunden? Bin mir nicht sicher. Quiana. Ja, Quiana. Wow. Kaskade war stark. Sag ich ja. Rich Kid Jacqueline. War schon wieder so Mentalist. In deiner Vergangenheit gibt es viel zu sehen. Das sind diese Psychotrainer, ne? Stalker. Alles Stalker. True. So. Ich frage mich, wie groß diese Siegesstraße noch ist. Normalerweise sind Siegesstraßen immer größer. Von daher beschwere ich mich da nicht. Aber hier geht's nur wieder zurück, okay. Oh, ein düster Umhang.
GZ? Da ist er. Revenge of the Mantle. Ah, will ich den aber bekämpfen? Eigentlich nicht, aber naja. Habe ich nicht ein Dings? Sonderbewohnung? Ja, hattest du. P. KP. Ich hab kein AP mehr, oder? Nee. Oder bei Medizin? Hier in der Tasche drin? KP, KP. Nee. Oh ja, aber das sollte ich noch machen. Nicht blind. Ganz unten. Ach da. In der anderen Tasche war das. Achso, ich muss mal ganz kurz erst was nachgucken. Das macht ja immer nur ein Level voll. Wie viel XP hat er denn schon? Halb. Es lohnt sich also nicht. Das heißt, mit dem muss ich einfach noch ein bisschen XP machen. Ja, es geht schon irgendwie. Lucky, dass ich das Item gerade gefunden habe, ey. Der hat Psychokinese drauf. Jo, er ist ein Stahlpsychotyp. Stahlpsycho. Ich glaube, der hat auch Levitate. Ich glaube nicht, dass du den mit Erdbeben erwischen kannst. Ja, stimmt, Schwebe hat er. Glaube ich, bin mir nicht sicher. Donner? Keine Ahnung, es braucht auf jeden Fall einen Special Attack, weil er seine physische Defense steigert mit so einer Eisenabwehr. Ah, nee, Elektro. Gegen Flug und Wasser. Hat er sich jetzt schon verstärkt? Ja, hat er. Warte mal, ich hab auch noch Gestein. Alles Boden, Holzstahl. Stahl gegen Stahl. Ja, ich donner erst mal drauf, ein Step. Vertrau dem Glutex so nicht. Das war auch der Trick, es hat funktioniert. Das ist eine Special-Attacke halt. Oh, Flammenwurf, fuck my life. Das ist so viel Damage alles, ey. What the fuck? Nicht den Geist anzünden, der muss sich entwickeln. Damit er ein bisschen bessere Stats kriegt, ja. Ja. Mental hält viel aus. Also 12 First. Kommt mir nichts. Doch. Doch, 12 First. Ja, wenn er sich dann entwickelt. Vorher war schon okay, aber jetzt nicht so stark. Er ist ziemlich trash, wenn du mich fragst. Noch, ja. Aber du hast doch gesehen, wie Mental bei mir war. Naja, ich weiß, dass es kein schlechtes Pokémon ist, aber generell mag ich Geistertypen außer Gengar nicht. Vertraue denen nicht. Ach so, ja, okay. Sepa. Bei Gengar weiß ich, was ich hab, weißt du? Starke Special Attacker, keine Defensive, schnell. Ist Glaskanone. Aber die ganzen anderen Pokémon, da weiß ich, bin ich mir nie ganz sicher, wie die genau funktionieren. Was deren Rolle in dem Team spielt, zum Beispiel, weil ich die noch nie benutzt habe. Das ist halt dieses Randomizer, man weiß nicht, was seine eigenen Pokémon so hundertprozentig drauf haben, weißt du? Weil man die nie benutzt hat. Da fehlt einem dann so ein bisschen die Erfahrung mit den Pokémon. Hier gibt's schon mal zwei Wege, die man gehen kann mit Kraxler. Und da scheint nur ein Item zu sein. Nehmen wir das hier schon mal mit. Ein Kingstein, okay, cool. Wir werden eh kein Dings haben. Plekmon. Wahrscheinlich zumindest nicht. Das war schön. Schön Tränke pressen. Der Typ steht hier auch einfach noch rum. Lass mich dich mal ansehen. Du wirst noch stärker werden. Du wirst vielen Pokémon begegnen. Daran solltest du stets denken. Die Welt wird dich für immer größer. Was? Die Welt wird für dich immer größer und aufregender. Danke dafür. Geh aus dem Weg. Out of my way, bitch!
glaube, man muss hier nach rechts gehen. Deswegen gehe ich erstmal hier links. Wo ich gerade bin, hier runter oder? Ja, rein? Links. Also darunter ist ein Item, falls du es noch nicht geholt hast. Nee, habe ich noch nicht geholt. Falls du es noch holen möchtest. Ja. Schlafrede. Muss ich jetzt hier an der Rampe runter oder wieder hoch? Nee, Achso, du bist noch an einer ganz anderen Stelle, als ich dachte. Du musst weiter hoch. Okay, weil ich will jetzt ohne Schutz nicht mehr Encounter haben als nötig. Du musst da hoch mit der Kaskade und dann nach links. Okay. Und dann da hochgehen. Jetzt bist du auch schon fast da, wo ich bin. Okay. Laschoking. Ja, ein Laschoking. Wo ich gerade den Kingstein gefunden habe. Psycho Wasser? Ja. Donner. Es wird langsam ein bisschen eng mit den AP. Deswegen ist es ja auch die Siegesstraße. Die ist generell ziemlich crazy und interessant, was das alles betrifft. Braucht sich nochmal Schocks. Welche Attacke, fuck. Boah, der Damage, Mann, leg mich doch im Arsch. Jeder Crit könnte mich killen, das ist echt unglaublich, ey. Ah, oh, Zubat, ist wieder. Gift, Unlicht. Nee, Zubat ist ein Giftflugtyp. Soweit ich weiß. Zumindest die Entwicklung davon später. Aber ich meine, er hat Unlichtattacken. Kann er haben. Und ich dachte gerade, ich kann auf Pino wechseln und mit Psystrahl das Gift ansprechen, aber der wird wieder eine Unlichtattacke haben. Ist das wieder so ein Gamble? Wobei, bei Zubat weiß ich nicht, ob der schon eine Giftattacke hat. Gift sage ich schon, Unlichtattacke. Ja, ich versuch's einfach. Selbst wenn Zubat, würde ich ja wohl nicht one-shotten. Was sagt er so? Zubats ich sag Stats. Ich sag nur Notsituation. Zubats Stats sind Trash. Okay, nee, Magneton. Pokémon wechseln. Klacker. Ich würde nicht wechseln. Zu spät. Du switchst gerade einen Wassertypen gegen Magneton, gegen Elektrotypen rein. Fällt mir auch gerade auf. Nee, das habe ich natürlich nur gemacht, damit ich Swap traine. Ja, das klar. Weißt du doch. Das weißt du doch, bitte. Fuck, der hat einen Arceus. So viel Spaß. Happy, happy, joy, joy. So Kleide viel Stein. Fucking Spaß hier auf meiner Seite. Haben die standardmäßig Schwebe? Ja. Da ist Pino auch so semi-geil. Erdbeben kann er ja nicht einsetzen. Oh, wow. Alter Falter. Ich glaube, da bin ich mit Zappy Boy besser bedient. Weiß ich nicht. Muss ausprobieren. Guck mal, das war das, was gerade fehlt, war eine Magnetbombe. Ich hab auch immer meine Probleme hier mit meinen Gegnern. Ja, ja. Muss mich auch immer vorsichtig vorarbeiten hier. Der trifft dich übrigens immer, auch wenn du fliegst, mit der Attacke. Ist mir aufgefallen. Warum macht die so viel... Au, ah, ah! Warum macht die so viel Schaden? Er hat mich gecrittet, aber ich lebe noch. Ja, ich bin auch auf 19 Leben runter. Warum macht die Attacke so viel Schaden? Was hat er denn gemacht? Von Ladungsstoß. Ach, Elektro gegen Flug. Ja, aber ich bin doch Elektro. Müsste sich ja, das ist nicht... Aber neutral. Eieieiei. Das tat weh. Sonst wechsel doch.
Er hat Erdkräfte. Oh mein Gott, der dreht komplett durch. Fuck off. Bitte stirb, bitte stirb, bitte stirb. Mein Gott, ist Arceus nervig, weil der so viel aushält. Oh. Und so viel Damage macht. Zappy Boy frisst übelst Schaden, Pino auch. Lideria hat keine Psychokinese mehr. Daka ist außer Frage. Dann mach doch eine Psychokinese mit irgendwas voll. Hast bestimmt eine Äther oder so. Nein, nein, hab ich geguckt. Ich hab nichts mehr. Ich hab alle Bären durchgeguckt. Keine Ahnung, kann Sniffy eine Attacke tanken und einen Flammenwurf draufballern. Dein Gegner ist ein Stahltyp. Vielleicht. Womit es Sniffy gelingt. Das hatten wir vorhin schon mal. Das war... Mental, ja, versuch's doch. Heilen. Ja. Spiel langsam, konzentrier dich. Ach. Wechsel zu Pino. Sonders bleibt dir gerade nicht über, der macht bestimmt wieder Stromstoß-Scheiße. Siehst du keine Wirkung. Jetzt kannst du heilen. Heil Pino zur Not. Da machst du den halt langsam aber sicher weg. Was anderes bleibt dir nicht über. Verteidigung sinkt stark. Magnetattacke von dem. Ist das eine Dingsattacke? Ist das eine Special-Attacke? Oder ist das eine physische Attacke? Keine Ahnung. Wie hieß die Attacke, die er gemacht hat? Magnetbombe. Okay, warte. Ich will sagen, Erdbeben trifft nicht. Psychstrahl macht kaum Schaden. Ja, ich weiß. Ich könnte höchstens Antikraft. Soll ich Antikraft versuchen? Magnetbombe ist ein physischer Move. Das heißt, du bist gerade minus 2 Defensive und der ist physisch. Ich will also auswechseln, um deine Stats zu resetten. Ja, aber... Auf Zappy oder? Und ja, dann wieder zurück? Boy. Ja. Okay, jetzt wechselst du wieder rüber. Eieieiei. Keine Wirkung auf Pino, sehr schön. Und jetzt... Psychstrahl. Das macht nämlich kaum Damage. Das war nämlich vorhin auch ein Kreideschreiber vorher. Muss halt manchmal so ein bisschen smart spielen. Nicht, dass du es nicht tun würdest, will jetzt nichts falsch, ich will das nicht, dass es falsch rüberkommt. Ist richtig, aber das sind halt so Mechaniken, die man nicht so drin hat. Ja, das ist halt dieses Wieder wechseln? Hat er dich gekreideschreit? Ja. Ja, dann wechsel ruhig. Hat er. Ich hab nicht aufgepasst bei dir gerade. Ja, hat er. Ja, dann wechselst du wieder. Das ist halt dieses typische competitive Mindset, dieses Wechsel einfach. Spiel's einfach safe. Du hast nichts zu verlieren. Spiel einfach safe. Spiel's einfach safe. Alles gut. Ja, alles gut. Das Simsala, ey. Ein Loch ist im Eimer. Okay. Nice. Stirb endlich. Magnetbombe, okay. Und nochmal Psychstrahl. Auf geht's. Schön. Siehst du? Einfach clever und safe spielen und gut ist. Aber das sind so Mechaniken, sowas würdest du nie denken, wenn du halt ein Casual-Mindset hast. Wenn du keine Pokémon-Erfahrung hast, ja. So, das mit dem Wechseln zum Zurücksetzen und alles sowas. Tja. Sehr schön. Und jetzt dein Team heilen. Ja. Puh. Bin ich bald raus? Relativ bald. Ich bin gerade rausgegangen. Ich warte hier auf dich.
Mann, ich versuche eigentlich immer die Folgen auf 30 Minuten zu halten. Und die werden doch immer 40, 50 Minuten voll. Links lang ist ein Item. Oder willst du einfach nur schnell durchkommen, ohne die Items einzusammeln? Nicht schon wieder. Einfach flüchten. Flüchten? Was? Das Goblinse. Oh, nee, Bulli. Das ist gefährlich, ich muss rennen. Ich hätte gerne einen Evoli gefangen. Und jetzt hier hoch? Du musst eigentlich... Nee, da, du musst unten lang. Na ja, klar. So, okay, unten lang. Links ist noch ein Item, rechts geht's weiter. Wenn du unten bist. Hier mit Kraxlos noch ein Item, oder was? Ja, genau. Let's go, Joe. Oh, es macht ohne Schutz echt keinen Spaß. So, wir haben's gleich. So. Hast du nicht gesagt, hier ist ein Item? Ja, du musst da hochgehen. Ach, noch weiter. Sei vorsichtig, das könnte Steine auf dich schmeißen. Wenn du da nicht entkommen wärst, hätte es nicht gut ausgesehen. Toxin. Jetzt kannst du zurück. Und jetzt halt rechts lang gehen und dann rechts hochkraxeln. Mhm. Und der hatte bei mir gerade das Arceus und hat mir den Arsch versohlt. Hat sogar noch einen Trainer. Oh, 3 Tuska. Easy peasy. Unlicht-Typ, by the way. Pflanze Unlicht. Ja, das Pflanze Fliegen kann ich mit dem Typ angehen. Ja. Korrekt. Okay. Tangolos. Ist auch noch Pflanze. Ist aber tanky. Musst du wissen, ob du mit Zappy Boy draußen bleiben willst. Ja, würde ich machen. Du hast keine andere Antwort. Wirklich nie... Es sieht aus wie Relaxo, der in einem Stapel Nudeln eingeschlafen ist. Das ist die Entwicklung so von Spaghetti. Tangela. Ja, ich weiß. Übel. Er hat auch eine Unlichtattacke, der Arsch. Einfach Abschlag. Ja, ich weiß, es wirft einen Stein. Okay, gut. Gott sei Dank ist das Pokémon nur tanky und hat keine starken Offensivwerte. Schön. Hauptsache, es ist ein Pflanzentyp, aber benutzt keine Pflanzenattacken, sondern Gestein und Unlicht. Febarak. Kann ich drinbleiben. Ja, fliegen. Krass, dass du echt ein Pokémon hast, was von Fliegen profitiert. Das ist unglaublich. Nice. Normalerweise benutze ich Fliegen so gut wie nie. Wie komme ich denn auf die andere Seite, wo ich raus muss? Ist das schon richtig? Oh Gott. Flashbacks. Aber echt, ey. Und da ist der Ausgang. Ach so. Boy. Ja. GG. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut und machen ab der nächsten Episode dann hier in der Liga weiter. Ich will nichts. Ich will ja nichts sagen, aber wir müssen echt nochmal grinden, bevor wir die Liga angehen. Du hast nur 3 Battle-Ready-Pokémon. Und ich weiß, dass die Champion
ein Level 60er hat. Okay, ja. Also wir müssen... Ja, das machen wir, das planen wir dann abseits. Wir müssen mindestens 55 mit all unseren Pokémon erreichen. Mhm. Aber Leute, ich würde sagen, wir beenden die heutige Episode genau hier. Wir sind jetzt schon fast wieder eine Stunde an der Episode dran. Und ihr wisst, yeah, normalerweise will ich diese Folgen auf 30 Minuten behalten. Aber ich bin niemand, der sagt, 30 Minuten voll, Cut, Ende. Sondern wenn wir was angefangen haben, machen wir das auch zu Ende. Zum Beispiel gerade, wir haben die Siegesstraße angefangen, wir beenden die Siegesstraße. Und wenn eine Aktion was länger dauert als eine halbe Stunde, wie ihr es kennt, machen wir es trotzdem durch, bis es vorbei ist. So wie jetzt, 55, 56 Minuten. So ist das normal. Und für euch kann es ja nur gut sein. Ist echt so. Viele, ich habe schon Kommentare gelesen, die sagen, aber wenn die Folgen so lang sind, kann ich mir die nicht angucken, dafür habe ich keine Zeit. Genauso wie ich schon Kommentare gelesen habe, wie wenn die Folgen so kurz sind, ist das kacke, ich will längere Folgen. Ich kann nur dazu sagen, ich finde längere Folgen am Ende des Tages besser als kürzere Folgen. Für all die Leute, die sagen, ich habe keine Zeit, mich eine Stunde hinzusetzen und mir die Folge anzuschauen, ihr müsst die ja nicht in einem Rutsch gucken. Ihr könnt die ja anfangen und YouTube merkt sich ja sogar, wie weit man Videos schon geguckt hat. Dann macht ihr halt das Video aus. Monitor, was auch immer. Ja, macht das Video halt aus und macht es später nochmal an und schaut dann halt weiter. Nur weil die Folge eine Stunde geht, müsst ihr ja nicht eine Stunde am Rechner sitzen bleiben. So, das ist aber so eine Grundsatzsache. Es kann beides, wie gesagt, gibt's kein richtig. Ja, sehe ich genauso. Ich mache immer das, die Aktion, das Event im Spiel, was gerade läuft, zu Ende. Und danach wird der Schlussstrich gezogen. Aber wenn es euch heute gefallen hat. Das machen wir jetzt. Genau. Lasst ein Like da, einen Daumen nach oben, abonniert zum Kanal, um keine zukünftigen Folgen mehr zu verpassen. Und wir sind raus, wünschen euch wie immer einen super tollen Tag und haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.